Am 8. November 2011 wurde Nord Stream 1 eingeweiht. Damals sah es noch so aus, als hätten Deutschland und Russland das Projekt gemeinsam in der Hand. Das beiderseitige Versprechen, die milliardenteuren Rohre sollten verlässlich Erdgas transportieren und mehr als ein halbes Jahrhundert lang halten. Dafür sollte auch die jährliche Wartung sorgen, die ab heute wieder ganz verlässlich gestartet ist. Die Gaslieferung wird dafür unterbrochen. Und ob nach Abschluss der Wartung ab kommender Woche Donnerstag allerdings wieder Gas über die 1224 Kilometer von der Bucht von Vyborg in Russland bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern fließt, scheint nicht mehr sicher. Politik und Industrie suchen daher dringend nach Wegen, eine Energieknappheit zu vermeiden. Nicole Konert. Noch läuft hier alles in der Molkerei Berchtesgadener Land. Damit die Kunden aber weiterhin ihre Milch bekommen, ist diese Turbine hier wichtig und die läuft mit Gas. Krisensitzung der Techniker, wie es nun weitergeht, sollte das Gas hier nicht mehr ankommen, denn die Produktion darf nicht stillstehen. Man müsste dann sofort die Landwirte verständigen und sagen, bitte, wir kommen nicht mehr, wir können diese Milchmengen, wir sind jetzt eine kleine Molkerei, haben aber jeden Tag über 1 Million Liter, wir können diese Milch hier nicht stapeln, bitte entsorge sie selber. Wie geht es weiter, wenn Russland nach der Wartung von Nord Stream 1 kein Gas mehr liefert? Das bespricht der Kanzler am Morgen auch mit DAX-Konzernen. Was heißt das für die Industrie? Eine Einschätzung der Bundesnetzagentur. In dem schlimmsten Fall, dem Worst Case, wenn also wirklich kein Gas mehr aus Russland käme, dann kommt es auf ein paar Parameter an. Wie schnell sind wir mit den Flüssiggasterminals, die die Bundesregierung beschafft? Wie stark können wir selber Gas einsparen? Aber es gab mehrere Szenarien, in denen wir in eine Gasnotlage reinrutschen würden. Das hieß, es wäre zu wenig Gas da. Darum muss jetzt alles dafür getan werden, das zu vermeiden. Wie das funktionieren kann, versucht der Kanzler dann am Abend beim Bürgerdialog in Lübeck zu erklären. Er will vor allem eines: sozialen Frieden, keinen Verteilungskampf. Wir haben entschieden, dass wir in unsere Speicher Gas reintun, anders als in den letzten Jahren, und das auch gesetzlich vorgesehen, dass das passiert. Wir sind jetzt beim höheren Speicherstand als in den letzten Jahren, aber nicht hoch genug. Und wir haben entschieden, dass wir zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder laufen lassen, um Gas zu sparen. Alles Entscheidungen, die mit dieser Situation was zu tun haben. Trotzdem sind wir noch nicht durch. Kümmern muss sich jetzt vor allem Wirtschaftsminister Habeck, derzeit zu Besuch in Tschechien. Er ist wenig optimistisch, dass Russland noch Gas liefert. Alle müssten jetzt Energie sparen, so seine Botschaft. Auch die Wirtschaft. In Deutschland bereiten wir ein Instrument vor, das Unternehmen dafür entschädigt, wenn sie Gas nicht verbrauchen, also nicht nur sparen, sondern es dann quasi in den Markt abgeben. Die Industrie begrüßt das Instrument, bastelt gleichzeitig an Notfallplänen und will vor allem schnelle Entscheidungen. Wir sind generell viel zu langsam in unseren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das ist eine der ganz großen Aufgaben. Und insbesondere jetzt, wo Unternehmen sagen, okay, ich gehe weg vom Gas, ich habe noch einen alten Ölkessel, ich schalte um auf Öl. Aber wenn die jetzt ein halbes oder ein Dreivierteljahr 5 Entscheidungen von Genehmigungsbehörden brauchen, dann ist natürlich der Effekt verpufft. Die Molkerei Berchtesgadener Land will nicht auf die Politik warten, arbeitet jetzt schon daran, sich unabhängig vom Gas zu machen. Mit Heizöl und eigenen Heizöllastern für die Notversorgung. Damit es weiterlaufen kann und jeder auch seine Milch bekommt. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Bundeswirtschaftsminister. Er ist uns zugeschaltet aus Prag. Guten Abend, Herr Habeck. Hallo, guten Abend nach Hamburg. Sie sprechen davon, dass Russland Energie als Waffe gegen uns einsetzt. Sie sagen, dass wir als Gesellschaft vor eine Zerreißprobe gestellt werden. Betreiben Sie damit nicht auch genau das, was Putin will in diesen Tagen, uns alle verunsichern, uns gewissermaßen Angst machen? Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man sich klar die Karten legen muss. Und das hat ja auch einen Effekt. Deutschland hat Energie eingespart. Der Gasverbrauch ist in diesem Jahr 14% niedriger als im letzten Jahr. Sicherlich ein Teil auch der warmen Witterung geschuldet, aber nur ein Teil davon. Und das ist das Gegenteil von dem, was Putin beabsichtigt, dass wir in einer Demokratie wahrhaftig miteinander umgehen und ausgehend von einer gemeinsamen Analyse dann gemeinsame Entscheidungen treffen. Sie warnen vor der Zerreißprobe. Liegt es aber nicht genau in Ihrer Hand, diese zu verhindern, indem Sie jetzt früh genug Unterstützung sicherstellen für viele Bürgerinnen und Bürger, die diese benötigen?
und dann aber auch diese Sicherheit zu kommunizieren? Ganz genau so ist es. Und deswegen müssen Sie auch den Kontext des Zitates nehmen. Die Zerreißprobe wäre dann gegeben, wenn wir gezwungen wären, Industrie abzuschalten. Weil man dann ja politisch auswählen muss, welche Branchen, welche Regionen betroffen sind. Für diese Situation habe ich das Wort gewählt. Aber auf dem Weg dahin gibt es ja viele Maßnahmen, die wir ergreifen können. Die Gasverbräuche reduzieren, neue Wege nach Deutschland zu bauen, also FSRU-Schiffe, das sind diese Regasifizierungsschiffe, schwimmende LNG-Terminals zu bauen. Wir werden eine Aktionsplattform auflegen, wie die Industrieverbräuche runtergebracht werden können gegen Geld. Wir schaffen es jetzt mit der Kohlereserve, die Gasverbräuche im Energie, im elektrischen System zu reduzieren. Also genauso wie Sie sagen. Es gibt eine Menge von politisch vereinbarten Schritten, die jetzt auch erfolgen. Und deswegen muss man die Dinge in dem Kontext lassen, in dem sie gesagt wurden. Die Zerreißprobe wäre dann, wenn alle diese Maßnahmen nicht funktionieren und das Gas nicht kommt. Aber es ist das Gegenteil von Panik schüren. Es ist eine ehrliche Politik, eine ehrliche Kommunikation und vor allem das Bestehen darauf, dass wir gemeinsam agieren. Dann ist die Einschätzung ja wichtig und da die Frage an Sie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Russland Nord Stream 1 kommende Woche Donnerstag abgeschaltet lässt? Da bin ich genauso klug wie Sie. Ich habe keine geheimen Informationen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Möglichkeit besteht und die Chance, dass es nicht so kommt, ist auch da. Wir werden abwarten müssen. Wenn es so kommen sollte, was würde das für die Verbraucher bedeuten? Es ist in den vergangenen Tagen sogar von Wärmeräumen für Menschen die Rede gewesen, vor allem für Ältere, die ihre Wohnung nicht mehr heizen könnten. Ja, im Moment sind sehr viele Ideen und Vorschläge und auch tatsächlich nicht alle bis zu Ende gedachten Vorschläge oder nicht der Rechtsnorm entsprechenden Vorschläge auf dem Markt. Es ist ja so, dass die Endverbraucher, die privaten Kunden und die systemischen Einrichtungen geschützte Verbräuche sind. Das heißt, die würden nicht betroffen sein oder wenn nur ganz als letztes betroffen sein, wenn es wirklich knüppeldicke kommt. Aber da sind wir überhaupt noch nicht. Was würde passieren? Wir werden monitoren, wie sich die Gaseinspeichermengen entwickeln. Darauf zielt alles, dass wir zum Winter volle Speicher haben. Wenn es nicht gelingt, über den Markt weitere Speichermengen, Gasmengen zu besorgen, müssen wir eben die Verbräuche weiter runterbringen. Und dafür gibt es ja eine Reihe von Möglichkeiten. Ich habe die eben schon genannt. Wir können natürlich noch weitere Gasverbräuche in Deutschland reduzieren. Wir haben das Auktionsmodell entwickelt oder sind dabei, es zu entwickeln, dass dann die Industrie belohnt wird, wenn sie Gasmengen nicht verbraucht. Und die Kohlekraftwerke gehen ja jetzt ab Mittwoch mit Kabinettsbeschluss in den Markt rein. Also wir haben uns ja auf alle möglichen Situationen vorbereitet und nutzen dann die Möglichkeiten, die wir uns geschaffen haben, je nach Dringlichkeit der Situation. Die Industrie fordert jetzt, dass es schnellere Genehmigungsverfahren geben soll für Firmen, die weg vom Gas wollen. Was haben Sie denen anzubieten? Das ist richtig. Auch die Industrie kann umstellen, wieder zurück auf andere Verbrennungsanlagen, meistens Öl. Also eine Reihe von Industrieanlagen sind von Öl auf Gas umgestellt worden. Die kann man in Teilen jedenfalls wieder zurück umstellen. Teilweise gelten noch die alten Bundesemissionsschutzregelungen. Gas oder Öl haben unterschiedliche Emissionen. Die alten kann man noch nutzen. Das ist in der Regel Länderangelegenheit, das zu genehmigen. Ich habe den Kollegen mit meiner Kollegin Lemke zusammen schon Handreichungen gegeben. Und ich bin mir sicher, die Länder werden ihren Entscheidungsspielraum dafür ausreizen. Darüber hinaus haben wir uns mit dem Energiesicherungsgesetz die Möglichkeit gegeben, auch auf Bundesebene die Verordnung noch einmal pauschaler und weiter zu fassen und werden das jetzt auch sehr schnell tun. Herr Habeck, Sie sind heute in Prag. Da ging es um ein geplantes Erdgas-Solidaritätsabkommen mit Tschechien. Und Sie haben heute auch gesagt, notfalls müssen wir in Europa Gas teilen. Würden wir davon profitieren oder müsste Deutschland trotz der Knappheit Gas abgeben? Wir profitieren von der europäischen Solidarität. Wir brauchen die Zulieferungen, da wir ja keine eigenen LNG-Terminals gebaut haben. Dummerweise muss man ehrlicherweise sagen, aus den Niederlanden oder auch aus Belgien, auch aus Frankreich. Wir profitieren von norwegischen und niederländischen Gaslieferungen. Und wir sind natürlich ein Transitland.
und geben das Gas auch weiter. Das war davor so und so muss es auch bleiben. Wenn wir in Europa anfangen, dass jeder sich nur um sich selber kümmert, dann wird das gerade für Deutschland sehr schnell sehr bitter werden. Und deswegen ist die europäische Solidarität, die Notwendigkeit, miteinander Hilfeleistungen zu vollbringen, das alles Entscheidende in dieser Situation. Vielen Dank für das Gespräch, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Danke Ihnen.